Ich muss kurz pissen. Geil. Alter, willst du mich verarschen? Du musst ja warten, bis du durch bist. Aufgewacht, die Sonne lacht. Es ist zu früh. Dann lass mal schön die Haut upgraden. Was ist das denn? Das ist so ein Two-Step-Peeling. Im Peeling 1 sind halt gewisse Säuren und Fruchtsäuren und Beauty-Säuren, die halt die Haut erstmal vorbereiten, glätten, ebnen, straffen, mit Feuchtigkeit versorgen und vor allem die Anti-Aging-Komponente kommt dann im zweiten Step. Aber damit der erste Step richtig wirken kann, muss man 2 Minuten dazwischen warten. Nee, ich verstehe es auch, warum man das macht so. Mir ist es halt zu anstrengend. Also es hübsch machen ist für mich schon eine wichtige Sache, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der 100 Jahre vorm Spiegel steht. Ich dusche mich jeden Morgen, kämme meine Haare fertig, dann bin ich perfekt. Wohnt ihr mit irgendwem zusammen oder seid ihr jetzt irgendwie schon alleine in eine Wohnung gezogen? Also von mir kann ich nur behaupten, dass ich noch zu Hause wohne bei meiner Mama. Jackpot. Ja, auf jeden Fall. Musst du dich finanziell beteiligen? Nein, Quatsch. Okay. Nee. Also. Geil. Aber wenn man zu Hause wohnt, dann ist so eine Selbstverständlichkeit, dass immer was im Kühlschrank ist. Ja. Du kommst da hin und dann so, geil, eine Milchschnitte. Voll. Also ich habe jetzt innerhalb von 2,5 Jahren 6 verschiedene Wohnungen bezogen. Krass. Und jetzt wohne ich alleine. Ja. Also ich habe so alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Mhm. Mit WG habe ich leider schlechte Erfahrungen gemacht. Weil es von den Mitbewohnern oftmals nicht gepasst hat. Dann gab es immer so Putzpläne und irgendwelche Pläne, wer was einkaufen muss. Und jetzt ist so alles so Bums. Das ist so geil. Ich kann machen, was ich will. Ich kann Geschirr stehen lassen, wenn ich möchte. Wenn ich putze, weiß ich aber auch, dass es nach meinem Standard sauber ist. Also ich fühle mich schon ein bisschen verlassen, weil ich immer wieder betone, wie wichtig mir Ordnung ist. Und es fühlt sich einfach keiner dafür verantwortlich. Das ist ein bisschen dumm, weil so kommt keiner voran. Guten Morgen. Morgen. Habt ihr mir schon Frühstück gemacht? Und was für ein Feind. Gibt es Kaffee? Ja, hier ist Kaffee. Haben wir nur Kuhmilch? Ja, es gab leider nichts anderes. Ja, das war gestern eher so ein Notkauf, ne? Wir müssen da richtig einkaufen. Basics so. Alles. Von Klopapier und Spülmittel über. Nee, das alles. Haben wir sogar. Aber so essenstechnisch meine ich. Grillsachen. Eier, Brot, irgendwie sowas. Wir haben Wein. Können wir das festhalten? Wir haben mehr Wein als Milch. Das ist doch gut. Ich weiß, was ich mit meinem Müsli mache. Das erste gemeinsame Frühstück war jetzt natürlich noch ausbaufähig. Aber mal ernsthaft, wir haben den ersten Tag gehabt. Wir hatten übelst die Action von 0 auf 100. Wollen wir eine Einkaufsliste machen? Mm-mm. Nein, doch. Aber es ist kein schlechter. Ja, natürlich, wenn wir 6 Leute sind, Basics. Und weißt du, wenn jeder da reinrasselt und dann sagst du, ja, okay, du gehst jetzt los und holst dir das, worauf du Bock hast, aber holst einen Sack Kartoffeln. Einen Sack Kartoffeln. Oder irgendwas. So, Kartoffeln jetzt nicht, aber Eier. Was will er? Also ich finde, macht Sinn. Auf jeden Fall. Ich muss mal kurz darüber nachdenken. Nope. Wir können ja eine Liste machen, ob es dann dran halten ist jetzt. Ja, oder wir machen es. Schon wieder irgendein furchtbares Lied. Warum? Ich hab das nicht offen. Oh Gott. Liebe Wohngemeinschaft. Eure Wohnung ist komplett eingerichtet. Damit sie aber euren persönlichen Touch bekommt, dürft ihr heute einen Einrichtungsgegenstand selber bauen. Ah, krass. Das geht dafür geil. Fahrt ihr gleich in die Werkstatt der YouTuberin und Designerin Laura Kampf. Die ist so krass, Alter. Die ist so krass. Oh, die kennst du die? Ja, aber die ist so heftig. Ey, mega cool. Da sehe ich mich total drin. So mit so einem Schweißding. Ich bin froh, wenn ich einen Prittstift nicht irgendwie meinen ganzen Körper auch runter verschmiere. Ich finde das echt cool. Ich habe mir mal so eine Heißklebepistole gekauft, weil ich dachte, jetzt werde ich auch so voll do it yourself und ich habe damit voll das gemacht. Heißklebepistole. Ja. Ich bin mir sicher, du kannst da ein bisschen was draufkleben. Das wird sau cool. Lass mal los. Ah, ich muss wieder umziehen. Macht ihr das für mich? Dankeschön. Ich muss mich noch umziehen, einmal in der ganzen Zeit. Ich muss noch duschen. Was? Hallo. Ihr könnt hier einfach am besten rückwärts rein. Stopp. Mach mal langsam an. Oh Gott. Weiter. Aber jetzt müsste es doch klappen, oder?
Ja, cool. Willkommen in meiner Werkstatt. Ich habe gehört, ihr wollt was bauen. Genau. Ja. Wollt ihr mal gucken, was hier so gibt? Inspiration. Ein bisschen Inspiration. Immer gut, ja. Ja, cool. Guckt euch mal um. Das ist cool. Cool. Diese Werkstatt war so geil. Ich habe diese Halle gesehen und ich habe mich noch mehr drauf gefreut, da jetzt was Geiles zu bauen. Wenn wir so ein Schild machen würden, einfach nur mit WG. Auch mega. G könnte ein bisschen schwierig werden. G ist immer schwierig, das stimmt. Also die Sachen rund zu bekommen. Aber der Pfeil ist echt geil, oder? Der Pfeil? Ja. Ich fand gleich, dass der in unsere Butze eigentlich perfekt reinpasst. Also ich muss jetzt direkt sagen, wenn wir den bauen, ihr müsst schweißen, ihr müsst flexen und ein bisschen Elektro machen. Richtig heiß, Digga. Ich bin richtig Bock heiß. Drauf. Ihr könnt ja farbig machen. Ansprühen könnt ihr den sowieso, auf jeden gelb. Fall. Das passt auf unser Balkon, wenn der gelb wird. Das ist alles gelb da. Also nicht alles, nur die Stühle, aber er steht auf gelb. Ja, das also, können wir immer noch besprechen. Ja. Genau. Ich würde sagen, ihr zeichnet einmal mit dem Stift hier drumherum und eine andere Gruppe kommt mit mir mit und baut Lampen aus einem alten Projekt aus. Ich habe jetzt ja die letzten Wochen so eine Wohnung renoviert. Und ich habe auch absolut keine Ahnung von Sanitär oder irgendwas, aber du gehst ins Internet, wirklich, und du kriegst alles erklärt. Du kannst gucken, wie baue ich einen Siphon an, wie baue ich ein Klo an, wie baue ich eine Dusche, wie mache ich alles so, wie dichte ich mit Hanf, das ist so krass. Du brauchst gar nichts mehr, Digga. Ich feiere es unfassbar. Es ist geil. Ja? Wie ist es so mit nackten Beinen? Nicht gut. Es war natürlich ein ordentliches Kontrastprogramm. Ich kam da rein mit meinem Kleidchen. Und dann habe ich da diese Brille auf, den Ohrenschutz und diese Flex in der Hand. Da fühlt man sich schon, schon ein bisschen hart. Du musst ja warten, bis du durch bist. Ich muss sagen, ich hätte schon richtig Bock, jetzt auch ein bisschen abzuflexen. Aber ich setze so ein bisschen darauf, dass die, die diese Lampen drehen müssen, später schweißen dürfen. Manchmal habe ich gefühlt wie so ein kleiner Profi-Bauarbeiter. Es ist sicherlich ein Stück weit maskuliner als jetzt irgendwie ja, stricken. Ah, scheiße. Na, guck mal, Kenner, schon in den Pfeil geschnitten. Aber ja, das ist mir da aber auch schon passiert. Wieso sind wir denn so dumm? Nein. Hat das alles mehr und mehr Gestalt angenommen. Und man ist so in diesem Prozess, hat man immer mehr Bock bekommen. So, ja, das wird richtig cool. Yay! Guck mal, du warst sogar richtig, richtig präzise. Auch eine Barbie kann flexen, wie wir gesehen haben. War doch super. Ich muss kurz pissen. Okay. Meine Toilettensituation ist ein bisschen angespannt. Das ist hier die. Ich sitze schon aus der Ecke. Das ist, ja, nehme ich. Ne? Das wird noch fertig gebaut. Ja. Das wird wunderschön werden. Aber bis jetzt haben wir nur noch die Alleinwand. Ja, chillt. Danke. So richtiges, anständiges Werkstattfeeling ist einfach geil. Gibt's nichts Besseres? Das war's! Wir werden jetzt Handwerker. Das habt ihr richtig fachmännisch gedrechselt hier. Ein paar Patzer waren natürlich dabei, aber ich glaube, das erste Mal haben wir das alle gar nicht schlecht gemacht. Ich messe sehr gerne nach. Ich bin absoluter Perfektionist tatsächlich. Also 35, 34, 30, 22, 18, 5 und 15. Okay, dann spann mal auf. Ich habe ein gutes Augenmaß, Leute, das wird schon. Ja, ja. Dein Augenmaß in allen Ehren, das sollten wir vielleicht schon messen. Optimal gesetzt. Alter, willst du mich verarschen? Oh ja, das ist mein einfach, Augenmaß. Das ist perfekt. So todes on point, Alter. Krasser Sch- Ich hasse es. Wir sind bei Schritt 2. Wie ja. viele Schritte gibt's denn? Und ich weiß nicht mehr. Wie viele Schritte gibt's? 15. Was? Wir sind Mädchen, hallo? Und das ist, wir sind überfordert mit so Bauzeugs. Damals habe ich die Meinung vertreten, dass das mit Mädels und Bauzeugs irgendwie nicht so gut zusammengeht. Wir haben aber bewiesen, dass es doch geht. Und ich finde, wir Frauen sollten uns da einfach ein bisschen mehr zutrauen. Das ist jetzt eine Lochsäge, ne? Die ist auch für Metall geeignet. Das packt ihr auf euren Punkt drauf, ne? So gut es geht. Ich fand's super cool, dass Laura sich so viel Zeit für uns genommen hat, vor allem, weil sie eine richtig erfolgreiche YouTuberin ist und sie war super lieb und hat alles ganz in Ruhe erklärt. Yeah.
bist du eigentlich damals auf die Idee gekommen, das dann so für YouTube festzuhalten? Das war eher so ein Hobby-Ding. Also ich habe mich selbstständig gemacht. Ja. Und habe gedacht, das ist ja furchtbar, das ist ja schrecklich. Ich brauche irgendwas, was meinem Leben ein bisschen mehr Freude gibt. Ja. Und habe mir gedacht, dann mache ich meine Projekte, an denen mir was liegt, wie jetzt so ein File, das baue ich halt am Wochenende. Ja. Und damit es aber so ein bisschen Mehrwert hat, mache ich halt ein Video davon. Cool. Ja, mega cool. Ja, ich kann das auch immer noch nicht glauben, dass das so gut funktioniert. Wie lange machst du das jetzt schon? 2,5 Jahre. Ach krass, also noch gar nicht so ewig. Kann man dann auch jetzt so sein hauptberufliches Geld verdienen? Genau, ich kann davon leben. Also das ist dann halt YouTube und Patreon, ich arbeite mit Sponsoren zusammen und so. Ja. Das ist so der krasse Traum sozusagen, okay, von fuck it, ich mache das, worauf ich Bock habe. Ja. Voll gut, ja. Dann wird jetzt geschweißt. Yeah. Mir ging es halt wirklich ums Schweißen. Ich habe vorher noch nie geschweißt. Und ich hatte so Bock drauf, schon so lange. Beim Schweißen entsteht ein super starkes UV-Licht. Das hört sich jetzt erstmal geil an, wie schön bräunen oder so. Ja. Aber das wird direkt so ein richtig ekelhafter Sonnenbrand. Also hattest du das schon mal? Ja, ich habe nämlich am Anfang keinen Helm gehabt und habe gedacht, ach, ich mache einfach die Augen zu und schweiß halt mit geschlossenen Augen. Und habe mir dann voll das Gesicht und vor allem die Augenlider, wo ja nie Sonne hinkommt, verbrannt. Richtig, richtig dumm. Das ist im Prinzip alles, was ihr braucht. Was passiert, wenn ihr hier drauf drückt, kommt Gas raus und dieses Ding wird lang. Ne? So, das ist das, was hinterher verbrennt. Das macht im Prinzip den Kontakt zwischen den beiden Metallen. Ah, okay. Das ist quasi der Kleber, der... Genau. So, Helm runter, Handschuhe. Alle anderen, die nichts damit zu tun haben, nicht reingucken. So, wann fällt dir mal ein Schweißgerät irgendwie in die Hände? Dann musst du halt zu Laura Kampf gehen, so. Ist klar. Also, 1, 2, 3 und guck dir weg. Ja. Ja, Blechschweißen ist auch nicht so ohne, weil das so schnell durchbrennt. Aber wenn ich es jetzt einfach ein bisschen länger drauf halte, mach ich ein bisschen passt länger. Das, ne? War jetzt nicht perfekt, was ich da hingerotzt habe, aber ich meine so, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, der ist ja wieder besser. Ja. Der war gut. Hey, Naturtalent. Ich glaube, wir haben deine Berufung gefunden. Ja, du bist Schweißer. Ja, Mann! Okay, cool. Jetzt haben wir schon ein Loch drin, ist aber nicht so schlimm. Oh. Ja? Gut. So ist es artig. Oh. Okay, warte. Ja, machen wir noch mal. So. Der hält. Sehr gut. Das war gut. Hallo. So. Bist du da? Ich bin da. Süß. Super. Dickerchen. Ja? Richtig sauberes Teil. Cool. Genauso auf allen Seiten. Und dann kommen die Lampen rein. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, irgendwie zu flexen, mit so einem Schweißgerät da rumzuhantieren? Laura hat es auch krass gut mit uns gemacht. Man hat sich mega sicher mit ihr gefühlt. Stopp das durch. Ich habe das Elektriker. Das ist spannend hier sehr. Wir müssen aufpassen. Das sieht gut aus. Wir stellen das jetzt hin und dann könnt ihr das lackieren. Welche Farben hast du? Gelb. Welche Farben hast du? Nein, rosa. Rot? Ach, wer ist denn alles für rot? Also rot, ja, rot ist gut. Ich hätte ihn halt gerne in gelb gehabt. Kann ich einfach hier draufklatschen, ja? Jetzt einfach draufklatschen. Pass auf dein Kleid auf. Das macht eigentlich ein ganz geiles Muster tatsächlich. Ja, das Muster finde ich auch geil aus. Kinders, das haben wir gemacht. Das haben wir echt gemacht. Das sieht mega fresh aus. Top. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir es so gut hinbekommen. Eine noch. Drei. Moment der Wahrheit. Drei, zwei, eins. Yeah! Das ist so geil! Das ist das Gefühl, wo du denkst, so, ja, Mann. Geiles Ding. Richtig geil. Stellt euch das in Gelb vor! Ich bin auf jeden Fall mega stolz auf uns. Das Ding sieht Hammer aus und passt richtig gut zu uns rein. Das ist doch super! Ja, perfekt. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Voll gerne, voll gerne. Das hat echt mega Bock gemacht. Danke dir. Tschüss. Pack's gar nicht. Ich pack's gar nicht. So geil. Ich wohne seit 4 Jahren in einem Internat in der Nähe von Hamburg. Also das ist mein Zimmerpartner Jonas. Das ist auch so eine kleine WG, die wir hier schon mittlerweile haben. Aber ich bin mal gespannt, wie es in so einer richtigen WG ist. Paolo ist ein ganz cooler Typ. Er integriert sich ganz gut in Gruppen und so.
geht gut dazwischen, wenn es da Streit gibt und so. Ist immer voll motiviert bei der Sache und hilft immer überall, wo er kann.